Ja, ich heiße dich auch ganz herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Es gibt heutzutage viele Sprachassistenten. Um mal so die bekanntesten zu nennen, Alexa, Siri, Google. Und vielleicht nutzt du in deinem Alltag auch einige dieser Assistenten. Ich habe das mal ausprobiert und muss zugeben, dass ich da gescheitert bin. Ich habe Dinge eingegeben in meinem Handy und dann dachte ich, komm, wenn ich das und das sage, dann muss das und das passieren. Und man sagt dann irgendwas rein und es passiert nicht das, was man möchte. Und man spricht noch einmal und merkt irgendwie, der versteht mich nicht. Entweder das Handy oder vielleicht irgendeine Nestbox oder irgendwas. Und dann stellt man sich die Frage, okay, was muss ich sagen und wie muss ich es sagen, dass dieses Gerät, dass dieser Sprachassistent das ausführt, was ich möchte. Und vielleicht geht es dir im Gebet ähnlich, dass du dir die Frage stellst, was muss ich sagen? Wie muss ich es zu Gott ausdrücken? Oder vielleicht noch besser, gibt es da irgendwie eine Formel an Worten, damit Gott mein Gebet hört, aber nicht nur hört, sondern auch reagiert und meine Gebete erhört? Und wir wollen uns heute in dieser Predigt der Frage stellen, wie das mit dem Gebet aussieht. Und ich möchte mit euch einen Text teilen und dann darauf eingehen, was Jesus seinen Jüngern damals gelehrt hat, bevor er ihnen das Vaterunser mitgegeben hat. Und die Verse davor, Matthäus 6, Verse 5 bis 8, möchte ich jetzt gerne vorlesen, mit uns teilen und dann uns einige Gedanken daraus mitgeben. Und zwar heißt es da, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Was hier mir zunächst aufgefallen ist an diesem Text, dass in Vers 5 und in Vers 7 Jesus beide Verse gleich beginnt. Und er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht. Und er zählt Dinge auf, die sie nicht tun sollen, wenn es um das Gebet geht. Wir sollen nicht heucheln. Wir sollen uns mit dem Gebet nicht in den Vordergrund spielen. Wir sollen nicht plappern. Das ist so ein altes Wort, das Luther hier verwendet. Vielleicht heute würde man sagen, du sollst nicht so viel labern, wenn du betest. Und dass du meinst, dass du mit irgendwelchen schönen und vielen Worten bei Gott mehr Durchschlagskraft in deinem Gebet hast. Was hier wichtig zu verstehen ist, in diesen beiden Versen, wenn man das mal zusammennimmt, Vers 5 und Vers 7, Worte alleine, wenn wir ein Gebet formulieren und sprechen, haben keine Macht. Gebet alleine hat keine Macht. Gott hat die Macht, Dinge zu verändern, aber nicht das Gebet. Ich habe in dem Zusammenhang mal eine Geschichte gehört von Hans-Peter Reuer, als er mal vor vielen Jahren, als er noch lebte, eine Predigt zum Gebet gehalten hat. Und ich fand dieses Bild sehr passend. Und zwar, wenn du in einem Auto sitzt und du weißt, dass dieses Auto sehr viel PS hat und du setzt dich rein, trittst volle Kanne aufs Gaspedal und hast die Kupplung getreten, und der Motor heult auf und du sitzt drinnen und spürst, wie das ganze Auto vibriert, wie viel Kraft da drin steckt. Aber du bewegst dich keinen Meter vorwärts. Und wenn du die Kupplung dann springen lässt und richtig stark beschleunigst und dich das in den Sitz reißt, dann könntest du denken, wow, was hat die Kupplung für eine Kraft? Aber die Kupplung hat wenig damit zu tun, wie viel Kraft hier aufgewendet wird, sondern sie löst Kraft, die sich dann darin auswirkt, dass dieses Auto beschleunigt. Und ich glaube, dass wir das sehr ähnlich mit dem Gebet vergleichen können. Das Gebet alleine hat nicht die Kraft, Dinge zu verändern, sondern Gott hat die Kraft. Und der griechische Begriff, den Jesus hier verwendet für Beten, prosochomai, hat schon in seiner Bedeutung im Griechischen die Bedeutung zu jemandem beten, nicht einfach nur beten. Also hier wird eine Richtung vorgegeben im Gebet.
Und die Gefahr, die Jesus hier in diesem Text betont, ist die, dass wir manchmal vielleicht scheinbar zu Gott beten, aber eigentlich sind die Worte für Menschen bestimmt. Und worum es hier geht, ist Integrität, echt sein, nicht zu heucheln. Und die Frage, die sich hier für mich, aber auch für dich auftut, ist, hey, was ist dir wichtiger? Der Schein vor Menschen oder das Sein vor Gott? Suche nicht das Ansehen, suche nicht, wenn es um deinen Glauben geht, die Aufmerksamkeit der Menschen um dich herum, sondern suche diese Aufmerksamkeit, das Ansehen bei Gott. Um mit Gott zu reden, müssen wir uns nicht verstellen. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir dürfen echt sein. Wir dürfen das sagen, was bei uns im Herzen passiert, was in unserer Gefühlswelt abgeht. Und du brauchst nicht irgendein Vorwissen zu haben. Du musst keine großartigen Worte oder Rituale kennen, um mit Gott zu sprechen. Einfach wie, wenn du mit einem anderen Menschen redest, genauso kannst du mit Gott sprechen. Und das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Gebet ist einfach. Gebet ist nichts Kompliziertes. Rede mit Gott wie mit einem anderen Menschen. Und jeder Mensch, und ich hatte das anfangs im Gebet erwähnt, jeder hat die Möglichkeit, mit diesem größten Wesen zu kommunizieren, mit ihm zu reden. Und ich glaube, das sprengt manchmal einfach unsere Vorstellungskraft. Ich sitze manchmal abends, bringe die Kinder ins Bett und dann bete ich auch mit meinem kleinen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Und wir haben 2 Patenkinder und dann beten wir auch immer für die beiden. Und dann sitzt er und betet für das eine Kind. Ja, bitte Gott, pass auf das auf. Und bitte Gott, pass auf das andere Kind auf. Und ich weiß, dass du das gleichzeitig kannst. Und dann pass auch noch auf uns auf. Und dann zählt er noch mehr Menschen auf. Und man merkt, dass es für ihn eigentlich kompliziert ist. Tu das jetzt alles irgendwie gleichzeitig. Aber Gott, du kannst das schon. Und ich glaube, dass es uns manchmal ähnlich geht. Wie ist Gott in der Lage, uns allen hier gleichzeitig zuzuhören? Aber das Faszinierende ist, es funktioniert. Gott kann dich hören, wenn du redest. Er versteht dich. Es ist total einfach. In Vers 6 finden wir dann eine Aufforderung von Jesus. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und hier kommt es zu einer positiven Aufforderung. Wir haben in Vers 5 und Vers 7 Dinge gehört, wo Jesus sagt, macht das nicht wie andere Menschen, wie die Heuchler, wie die Heiden. Versucht euch nicht mit dem Gebet zu profilieren, gut dazustehen. Und hier geht es darum, mach es so. Geh in dein Kämmerlein. Und im Judentum war ein Kämmerlein eine Speisekammer in einem Haus. Ich habe euch hier mal eine Skizze mitgebracht. Und man kann sich das so ganz grob vorstellen, dass das Haus damals bei den Juden einen Eingang hatte, mehrere Fenster. Und dann gab es einen Raum in einem Raum. Und da waren meistens die kostbarsten Dinge gelagert. Essen, Vorräte, aber auch andere Dinge, die man in besonderer Weise schützen möchte. Deshalb gab es da auch nur eine Tür und keine weiteren Fenster. Wenn du nun in dieses Kämmerlein hineingehst und die Türe verschließt, dann bist du alleine. Dann sieht dich da keiner. Du sitzt dann im Verborgenen mit Gott. Das heißt, es war eine Aktion notwendig, sich aus dem Alltag zurückzuziehen. Ein Stück weit auch in diesem Haus, wo vielleicht andere Menschen dabei sind, sich da rauszuziehen, ins Kämmerlein zu gehen und dort mit Gott alleine Zeit zu verbringen, im Verborgenen. Hier wird das Thema Integrität mit dem Wort verborgen wieder deutlich. Ich habe euch eine zweite Grafik mitgebracht. Ein Kreis, der so ein bisschen vielleicht dein Leben widerspiegelt. Und es gibt ein Außen und es gibt ein Innen. Es gibt das, was im Verborgenen passiert, was kein Mensch sieht. Dinge, die dein Inneres ausmachen, Dinge, die du machst, wenn keiner zuguckt. Und es gibt das, was alle anderen Menschen drumherum mitbekommen, das, was sichtbar ist. Besteht eine Übereinstimmung zwischen meinem Leben im Verborgenen, zwischen meinen Werten, meinem Gebetsleben, das ich mit Gott alleine habe, und meiner tatsächlichen Praxis, so wie das die anderen Menschen um mich herum mitbekommen. Und wenn sich diese beiden Bereiche decken, macht das einen großen Unterschied für dein Glaubensleben. Der zweite Punkt, den ich euch weitergeben möchte, ist, Gebet ist kein Selbstläufer.
Das Gebet ist einfach, ja, du kannst einfach lossprechen. Aber um wirklich ein Gebetsleben zu leben, um darin zu wachsen, das läuft nicht einfach so alleine. Das kostet uns Arbeit. Die Aufforderung von Jesus hier bedeutet, dass ich hier Arbeit vor mir habe. Und nochmal zum Verständnis. Gott heißt dich willkommen. Und das passiert auf der Basis von Gnade. Das heißt, es ist ein unverdientes Geschenk. Das kannst du dir nicht mit viel Gebet, mit irgendwelchen Dingen verdienen. Du darfst zu ihm kommen, ohne irgendwas zu leisten. Und er kann dir die Rettung von deiner Schuld geben, die du dir nicht verdienen kannst. Es ist ein Geschenk, das Jesus am Kreuz für dich und für mich bezahlt hat. Aber Gott gibt uns mit dem Gebet eine Waffe mit. Eine Möglichkeit, wie diese Kupplung, wie ich es beschrieben habe, um seine Kraft auf dieser Welt hier auswirken zu lassen. Das ist total faszinierend, dass Gott sein Reich auf dieser Erde mit uns Menschen baut. Und er tut das in erster Linie auch durchs Gebet, dass wir ihn darum bitten, dass wir um Dinge flehen, dass wir da dranbleiben. Gebet ist keine Demonstration meines Glaubens. Gebet ist eine Aufgabe, meinen Glauben zu üben. Ich sage das nochmal, Gebet ist keine Demonstration meines Glaubens, sondern Gebet ist eine Aufgabe, meinen Glauben zu üben. Ich darf darin wachsen. Ich darf dranbleiben. Was kann dieser verborgene Raum für dich sein? Und hier möchte ich dich ermutigen, ganz kreativ zu werden. Einen Weg zu finden, der zu dir, zu deinem Charakter, zu deinem Typ passt. Es kann zum Beispiel sein, dass du tatsächlich morgens oder abends einen Raum in deinem Haus oder in deiner Wohnung aufsuchst. Vielleicht das Büro, vielleicht irgendwo anders, vielleicht in der Küche die Tür zumachst und weißt, hier bin ich ungestört, hier kann ich Zeit alleine mit Gott verbringen. Mir persönlich liegt das. Ich kann mich ins Büro setzen, kann die Tür zumachen, kann dort an Dingen arbeiten und kann dort auch viel Zeit mit Gott verbringen. Und mir macht das Freude, ich mache das immer wieder und merke, dass ich da Dinge mit Gott erlebe. Anderen Menschen geht das ganz anders. Sie sagen, wenn ich mich in mein Büro zu Hause hinsetze, ich schlafe da ein. Ich kann keine 2 Minuten reden und meine Gedanken schwirren ab. Sie brauchen es vielleicht rauszugehen, an die frische Luft, einen Spaziergang zu machen. Dort Zeit mit Gott zu verbringen. Dort dieses Verborgene zu suchen. Zeit mit Gott erleben. Dass du in der Schöpfung deinen Schöpfer erlebst. Vielleicht sind es Zeiten im Auto. Vielleicht bist du immer wieder länger unterwegs und sagst, im Auto, wenn ich alleine fahre, da stört mich keiner. Da kann ich in Ruhe mit Gott reden. Vielleicht ist es die Badewanne, ein anderer Ort. Irgendwo, wo du dich zurückziehen kannst, wo du weißt, da habe ich Zeit für mich. Da kann ich mit Gott reden. Werd kreativ, aber auch inhaltlich. Wenn du merkst, dass du nicht lange Zeit beten kannst, dass du schnell auf andere Dinge kommst und deine Gedanken irgendwo anders sind, dann versuch neue Methoden aus. Bete die Psalme durch. Lies ihn durch, reflektier das mit Gott, sinne darüber nach. Und vielleicht hilft dir das, dich da mehr zu fokussieren, mehr dran zu bleiben. Vielleicht betätigst du dich künstlerisch, dass du irgendwas malst oder ausmalst, während du betest und merkst, dass du darüber einen Zugang zu Gott findest, wo du auch deutlich mehr Zeit mit Gott verbringen kannst. Nimm dir Zeit zum Zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr so Standard-Walkie-Talkies kennt. Meine Kinder laufen immer wieder mit diesen Dingern rum. Die haben vor 2 Jahren solche Dinger bekommen. Und manchmal erwische ich die, dass mein Sohn dann oder meine Tochter drauf drückt, reinspricht, den Knopf gedrückt hält und hört und wartet, dass jemand was sagt und wieder redet und irgendwie funktioniert das nicht. Und es ist wichtig, dass du bei so einem Walkie-Talkie auch mal loslässt und zuhörst. Geht es uns im Gebet manchmal nicht ähnlich? Dass wir badab, 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 Amen, fertig. Nächstes Mal badab, 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 alle möglichen Anliegen, das, bitte das, danke, das, Amen, fertig. Aber sich einfach mal hinzusetzen, ruhig zu werden und zuzuhören. Was hat Gott mir zu sagen? Und Gott spricht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal sind es Gedanken, die mir dann kommen. Manchmal lese ich in seinem Wort und merke, dass da Dinge mein Herz berühren und ich spüre, wie der Geist Gottes zu mir spricht. Manchmal ist es vielleicht durch ein Lied, vielleicht eine Lobpreiszeit, die ich mit Gott alleine habe und merke, dieses Lied berührt gerade mein Herz. Gott redet zu mir. Vielleicht ist es eine Predigt, die ich mir in dieser Zeit anhöre und danach mit Gott reflektiere und spüre, wie da Gedanken kommen, wo Gott zu mir redet. Gott kann das auf unterschiedlichste Art und Weise tun, aber er möchte mit dir reden.
Höre zu. Frage Gott ganz ehrlich, wie du diese Zeit mit ihm verbringen kannst. Und dann, und das finde ich so spannend an diesem Text, redet Jesus von einem Lohn. Ich habe die beiden Verse mal hier nochmal zusammengefangen. Erstmal redet er zu den Heiden, zu den Heuchlern und sagt, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Hier spricht er die Heuchler in erster Linie an. Und Vers 6, wenn er sagt, geh ins Verborgene, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und den Begriff, den Jesus hier für Lohn verwendet, diesen griechischen Begriff Mistos, bedeutet so viel wie Ausgleich. Gott möchte das Empfangene, das Gebet, das du sprichst, ausgleichen. Wie passiert das? Gott kann deine Gebete ganz direkt erhören. Du hast ein Anliegen, etwas, was vielleicht dein Leben schwer macht, etwas, eine Entscheidung, die du treffen musst, oder du bist krank oder irgendetwas und du betest dafür und Gott erhört dein Gebet sofort. Und es ist dann dieser Ausgleich, dieser Lohn. Es kann aber auch sein, dass du für eine Sache länger betest, dranbleiben musst, vielleicht 1, 2, 3 Jahre betest und immer für das Gleiche und dann auf einmal schenkt Gott eine Gebetserhörung. Und du merkst, er entlohnt es damit. Aber es kann auch sein, dass Gott dein Gebet nicht erhört. Aber Gott beschenkt dich anders. Vielleicht bekommst du einen Frieden für die Situation, in der du gerade bist. Und dieser Friede ist unbezahlbar. Eine Ruhe, dass du merkst, auch wenn gerade alles um mich herum hektisch ist und ich mir wünschen würde, dass Gott diesen Sturm einfach stillt, bleibt dieser Sturm da. Aber in meinem Herzen kommt ein Friede, kommt eine Ruhe rein. Das ist übermenschlich. Vielleicht schenkt Gott dir Dinge, für die du gar nicht gebetet hast. Du betest für ein Anliegen, suchst immer wieder die Zeit mit Gott und Gott antwortet auf ganz andere Art und Weise, dass er dir Weisheit schenkt, vielleicht für eine andere Situation. Dass er dich leitet vielleicht in Gesprächen und du merkst, hey, Gott wirkt da und da passiert etwas. Menschen nennen es oft Segen, wie Gott eingreift, übernatürlich eingreift in das Leben. Vielleicht schenkt Gott dir neue Perspektiven. Dass du betest, betest, betest und so ein Stück weit verändert sich dein Blickwinkel. Vielleicht auf Gott, vielleicht auf dein Leben, vielleicht auch gerade auf dein Anliegen, das du vor Gott bringst. Und ich habe ein Ehepaar, und sie haben auch 3 wunderbare Kinder, gebeten, dass sie etwas mit uns teilen. Wie sie das Gebet in ihrem Leben erleben, was sie da mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit. Sie haben auch Dinge erlebt, wo wir sagen würden, okay, das ist ein Schicksalsschlag, das ist nicht ohne. Und sie werden uns gleich kurz damit hineinnehmen in ihre Geschichte, wie sie Gott in dieser Zeit erlebt haben, wie ihr Gebetsleben da aussah. Und ich darf Lilly und Tobi ganz herzlich hier auf die Bühne rufen. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Schön, dass ihr da seid. Die Kinder sind auch hier irgendwo nebenbei oder zumindest 2 von 3 und es ist sehr schön, dass das geklappt hat. Genau. Und wir haben gesagt, wir machen das in einer Interviewform, dass ihr einfach ein bisschen berichten könnt, wie es bei euch aussieht. Und die erste Frage ist, oder stellt euch vielleicht mal kurz vor, dass die Menschen, die euch gar nicht kennen, euch ein bisschen kennenlernen und nehmt uns mal in eure Lebenssituation hinein. Ja, genau, ganz kurz. Wir sind Lilly und Tobi, Harder, haben 3 Kinder, sagst du gerade schon, wohnen jetzt seit ungefähr fast 3 Jahren hier schon in der Gegend, jetzt gerade in Siegburg, aber seit ungefähr 2,5 Jahren auch hier in der Kirche mit dabei. Und in dieser Zeit ist auch unser jüngster Sohn geboren, der Elias, der mit einer schweren Behinderung geboren ist. Und das war so die Phase auch, wo wir hier schon waren in der Gemeinde, wo das sich so alles dann gezeigt hatte und wo wir das alles auch so mitbekommen haben. Und das war so ein Erlebnis, worüber wir hier auch berichten wollen. Also ihr habt die Diagnose erhalten, du warst noch schwanger. Genau. Wie war die Situation und wie sah da euer Gebet aus? Ja, schockierend, definitiv, wenn so die Diagnose auf einen einprasselt. Wird einem erstmal so der Boden unter den Füßen genommen, definitiv. Und da entstehen Emotionen und Gefühle, mit denen man dann zu Gott rennt. Und ganz klar war mein Gebet, unser Gebet, Gott, verändere die Situation, nimm das weg. Heile Elias, heile unser Baby. Weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Also ich hatte so einen Berg an Angst und Sorgen vor mir. Und
Genau, das, so das erste Gebet, das, was uns da direkt in den Kopf kam, ist: Gott, du kannst ihn heilen, du hast die Allmacht, wir vertrauen dir, du kannst das tun. Und dafür haben wir dann auch ganz klar gebetet. Genau, und auch mit dem Glauben gebetet. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn man jetzt zum nächsten Arzttermin geht und der Ultraschall dann ist, wie man dann reagiert, wenn der Arzt dann sagt, boah, es ist alles heil, es ist alles gesund. Diese Vorstellung hatte man und man hatte den Glauben. Ja, wie ihr aber schon mitbekommen habt, Gott hat dieses Gebet nicht offensichtlich erhört. Elias kam mit seinem Syndrom auf die Welt, mit schweren geistigen und körperlichen Behinderungen. Genau, und dann muss ich aber ganz klar sagen, natürlich ist man dann, wenn das Baby geboren ist, erstmal überwältigt an Liebe und Fürsorge für dieses Baby. Aber dennoch waren die Ängste und Sorgen oder der da. Aber es gibt dieses Aber und es gibt dieses Dennoch, weil Gott in dieser ganzen Zeit, in der wir darum gebetet haben, dass Gott ihn gesund macht, so ein Fundament an einem Frieden in uns aufgebaut hat. Ich habe mich gerade voll wiedergefunden in dem, was du gesagt hast, dass wir da nicht geschockt waren. Wir waren nicht enttäuscht. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, Gott hat uns jetzt nicht gehört, wir haben falsch gebetet oder er ist doch nicht allmächtig. Das können wir rückblickend auf jeden Fall auf die Situation so sagen. Vielleicht noch. Und wie, du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, wie genau hat sich eure Perspektive dann vielleicht auch bei der Geburt verändert? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Du hast mir so kurz gesagt, als wir im Vorfeld gesprochen haben, eure Gebete haben sich auch verändert. Am Anfang, als die Diagnose kam, bis hin zur Geburt. Was ist da passiert? Ja, auf jeden Fall. Das, was Lili sagt, am Anfang war das Gebet so, ne, bitte mach, dass er gesund ist, dass alles ganz gut und ganz normal ist. Aber mit Laufe des Prozesses und mit jedem Arztbesuch irgendwie kriegt man auch mehr Bestätigung, dass es vielleicht doch nicht so sein wird und doch nicht so sein kann. Und da hat Gott auf jeden Fall unsere Perspektive geändert durch Gespräche, die wir hatten mit Freunden, mit Familie, teilweise mit einem Arzt mal, wo Gott einfach dann so Perspektiven in dich reinlegt, wie es auch sein kann, was er auch für Elias für Perspektiven einfach hat, ne, was er sich oder was er sieht. Und dieses Bild uns zu geben, das war so etwas, was sich auch in dieser Zeit der Schwangerschaft ganz stark bei uns dann immer tiefer festgelegt hat. Und wo Elias dann geboren war, war das dann so, konnten wir das voll gut annehmen und war das dann schon, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet dann schon in, war das dann so die Hälfte der Schwangerschaft eine, ja, auch eine gute Vorbereitungszeit, wo Gott unsere Perspektive geändert hat. Okay. Ich hatte das dann so, als Elias schon da war, ein Stück weit mitbekommen im Office-Team und dann war dein Bruder Marcel, Talita, seine Frau waren dann mit dabei und hatten erzählt, dass ihr an einem Abend saßt, ein Spiel gespielt habt und dabei, weil euer ältester Sohn laut geworden ist, auf einmal gemerkt habt, der Kleine hört. Und das war für euch ein Riesenwunder in dem Augenblick. Und ich dachte so, okay, krass, trotz der ganzen Situation wird man nicht blind für diese kleinen Dinge, die Gott doch tut, wie Gott da am Wirken ist. Und vielleicht, wie erlebt ihr heute die Zeit mit Elias? Was genau passiert da und wie erlebt ihr auch die Zeit mit Gott? Ja, definitiv tut Gott Wunder, die wir gerade nicht sehen oder für die wir nicht speziell beten. Vielleicht so ein bisschen aus unserem Alltag. Wir nehmen ja die Symptome seiner Erkrankung jetzt wahr und die kommen so ein bisschen immer mehr zum Vorschein. Er ist jetzt 1,5 Jahre alt. Ein Symptom ist die Epilepsie, die er hat. Das ist eine recht schwere Form von Epilepsie, auch eine, die man irgendwie schlecht einstellen kann, medikamentös. Und es vergeht kein Tag, wo ich Gott sage, Gott, hier ist Elias, bitte mach, dass er heute einen guten Tag hat, mach, dass er heute keine Anfälle hat. Vielleicht, dass seine Medikamente wirken, dass es endlich mal irgendwie eine längere Phase ist, wo es ihm gut geht. Oder auch, dass du übernatürlich eingreifst. Ich glaube da immer noch ganz fest dran, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen kann, wo Gott ihn auch von dieser Epilepsie ganz befreien kann. Aber und dann, also unsere Kinder beten abends für ihn. Jesus macht, dass Elias keine Anfälle mehr hat. Ja, und dann steht man halt da in dieser Situation und ist im Gebet, in diesem Kampf und erlebt dennoch mit, dass die Anfälle nicht weggehen, dass sie da sind. Genau, das ist so
der Kampf, den wir gerade kämpfen, aber einfach aus diesem Fundament, auf dem wir stehen, auf dieser Gewissheit, dass Gott dennoch gütig ist, dass er gut zu Elias ist und seine Hand voll über ihm hat und jeden Anfall miterlebt und weiß und kennt, gibt mir das eine Sicherheit in ihm, dass ich für Elias beten darf, dass ich ihn immer wieder vor seinen Thron bringen kann, aber dass er das Gute in der Hand hat, dass es nicht mein, ja, von mir in dem Sinne unbedingt abhängt, ne? Dass er die Macht hat und zu seiner Zeit, zu seinem Plan, so wie er es für ihn gedacht hat, dann auch an ihm wirken wird oder an uns. Ja. Genau, aber ansonsten erleben wir viele kleine Dinge, für die wir dann ganz explizit dann umso mehr dankbar sind, weil wir viel mehr vielleicht die Augen dafür bekommen, ne? Oder die Augen uns geöffnet werden für kleine Dinge, die an Elias gut sind und wo er Fortschritte macht und so. Genau. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Ich würde gerne noch ganz kurz für euch beten, dass Gott euch einfach auch weiterhin auf diesem Weg segnet, euch nahe ist. Und auch, ich glaube, dass Menschen jetzt gerade zuhören und davon profitieren, zu hören, wie ihr das erlebt habt mit Gott. Jesus, ich danke dir für Lilly, für Tobi, für ihre Liebe zu dir. Und ich danke dir für den kleinen Elias, den sie haben dürfen, dass sie ihn als ein Wunder, als dein Geschenk in ihrer Familie haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du sie auch weiterhin segnest, dass du ihnen viel, viel Freude mit ihm schenkst, dass du das Fundament dieser Familie bist und sie einfach darauf gehen können. Danke dir für ihre Offenheit und dass wir von ihnen lernen dürfen. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Danke. Ich möchte angelehnt auch an dieses Interview noch den Gedanken noch mal vertiefen. Jesus selbst bringt den Menschen hier bei, wie sie zu beten haben. Danach folgt das Vaterunser, ein Gebet, was weltweit immer wieder gesprochen wird. Und viele Kapitel weiter, in Matthäus 26, spricht Jesus selbst ein Gebet. Und dieses Gebet hat es echt in sich. Es ist das Gebet kurz bevor Jesus ans Kreuz geht. Und da heißt es in Matthäus 26 ab Vers 38, da sprach Jesus zu ihnen, er ist hier mit drei seiner Jünger unterwegs, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist zu schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergehe? Ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Jesus bleibt dran, Jesus betet dieses Gebet immer wieder. Er kommt einmal zu Vater, das zweite Mal und das dritte Mal, immer wieder mit dem gleichen Gebet. Und was hier passiert ist, dass Jesus einen Perspektivwechsel aufzeigt. Übers Kreuz hinaus ein Blick in die Ewigkeit. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Er sieht das Kreuz, er sieht das Leiden aus der Perspektive der Ewigkeit. Und ich finde, wenn man dann die Verse weiterliest, dann spürt man so richtig, wie Jesus hier eine innere Ruhe, einen Frieden bekommt, der unglaublich ist. Vers 45, da kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Und ich finde, der Tonfall hat sich hier verändert, auch wenn man das ein paar Bibelstellen nachliest. Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Und er geht mit einer Ruhe, mit einem Frieden, diesen Weg ans Kreuz, für dich und für mich. Weil Jesus weiß, dass es Gottes Wille ist und Gott das Beste vorhat. Der letzte Vers aus unserem Bibeltext heißt es, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und in Vers 5, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten.
Eins der größten Geschenke als Lohn, was Gott dir für dein Gebet geben kann, ist es, seine Perspektive auf das Ganze einzunehmen und ihn als einen liebenden Vater zu erleben, trotz aller Umstände. Gott sieht dich. Er sieht in das Verborgene. Er kann in dein Herz schauen. Und er weiß, was du brauchst. Er weiß, was dein Herz am meisten braucht. Gott sieht dich. Er hilft dir. Und er tut was. Er reagiert. Er antwortet auf seine göttliche Weise auf deine Gebete, wenn du mit ihm redest. Und wie Jesus darfst du dranbleiben. Jesus hat nicht nur einmal gebetet, er hat zwei, dreimal für dasselbe Anliegen gebetet. Und ich glaube, dass wir das sinnbildlich auf unser Leben übertragen können, dass wir bei gewissen Anliegen dranbleiben, dass wir beten und beten. Das Gebet kein Selbstläufer ist, sondern wir darin wachsen dürfen. Sage alles zu Gott, bring deine Emotionen zu ihm. Das, was dich bewegt, vielleicht deinen Hass, dein Neid, deine Probleme. Die Dinge, die würdest du mit anderen Menschen vielleicht ganz schwer teilen. Hey, Gott sieht in das Verborgene, er weiß es. Teile es mit ihm, rede mit ihm darüber. Vertraue dich Gott an. Was brauchst du am meisten? Was ist dein größtes Bedürfnis? Gott weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich glaube, dass dieses größte Bedürfnis ein Gott ist, der dich liebt, der dich unfassbar liebt. Einen Gott, der auf dich aufpasst, ein Gott, der dich segnet. Einen Gott, der für dich ist. Amen. Amen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen, aber ich möchte dir eine Einladung aussprechen, dass du gleich selbst beten kannst. Vielleicht hast du schon sehr lange nicht mehr gebetet oder auch noch nie gebetet. Dann darfst du das gleich in der nächsten Minute tun. Einfach mit Gott reden. Und wenn dir die Worte fehlen, wenn du nicht weißt, was du beten kannst, dann möchte ich dir ermutigen, das Vaterunser mitzubeten. Das wird gleich als Video zu sehen sein und immer wieder der Text, den du mitbeten kannst, laut oder für dich allein im Verborgenen in deinem Herzen und zu Gott reden kannst. Und wenn es vielleicht das allererste Mal ist, dass du mit Gott redest, aber du dir wünschst, dran zu bleiben und nicht weißt, wie die nächsten Schritte aussehen, dann möchte ich dich einladen, dich bei uns zu melden. Wir würden dir gerne helfen. Schreib uns eine E-Mail, melde dich über Social Media. Vielleicht ist es einfach dran, dass jemand mit dir zusammen betet, dass jemand dir hilft, da auch den nächsten Schritt zu gehen. Und ich wünsche dir Gottes Segen auf dieser Reise mit Gott, wo du im Gebet ihn erlebst und merkst, dass er spricht und merkst, dass er wirkt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Verse mitgegeben hast. Ich danke dir, dass es bei dir nicht darauf ankommt, irgendwie tolle und schöne Worte zu sprechen, gut dazustehen, sondern in erster Linie geht es um dieses Sein bei dir, diese Ruhe, diese Zweisamkeit mit dir zu suchen und darin zu wachsen. Ich danke dir, dass es total einfach ist, mit dir zu reden, aber dass du uns ermutigst, hier dran zu bleiben und diesen Weg mit dir zu gehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns dafür die Kraft schenkst. Ich möchte dich für die Menschen bitten, die jetzt auch vielleicht gerade zum allerersten Mal gleich beten werden, dass du sie mit deiner Liebe berührst, dass sie Kraft von dir empfangen und spüren, dass du da bist und dass du mit ihnen redest, dass sie dir zuhören und es verstehen. Und der Herr, unser Gott, segne dich auf diesem Weg mit ihm und lasse dich Wunder erleben im Gebetsleben und dass du in dem Allem auf diesem Fundament stehst, das Gott selbst ist. Amen.